Es war nicht das erste Mal, dass ich den Jungen unter die Erde brachte. Sie hat mir befohlen, ihn an einem sehr fernen Ort zu begraben, damit er niemals zurückkäme. Alle Zombies waren ans alleräußerste Ende der Welt geschleudert worden. Kein einziger Zombie irrte mehr umher. Dennoch ging es mit der Welt bergab. Sie veränderte in ihrer eiskalten Dunkelheit. Ninas erster Verliebtheit war nach nur wenigen Tagen ein Ende gesetzt worden. Weiterhin ging sie langsam zugrunde. Und weiterhin taten die Menschen so, als sei alles in Ordnung. Sie vermisste Gloomy schrecklich. Ein guter Hund lässt einen Freund niemals im Stich. Ein guter Hund scheut keinen noch so weiten Weg und sei es ans Ende der Welt, um einen verlorenen Freund wiederzufinden. Gloomy konnte nicht sterben, aber etwas in ihm war für immer gestorben. Die Magie war verschwunden. Gloomy war blind geworden. Er war nun wie alle anderen Zombies. Er konnte nichts mehr sehen und wollte alles essen, was sich in Reichweite befand. Der Brunnen der Weisheit. Das war eine Zeit, die für mystische Geschöpfe denkbar schlecht war. Onkel konnte seine Nichte nicht finden. Und das machte ihn ausgesprochen wütend. Seine Wut war so finster wie ein Himmel vor dem Sturm. Nicht.
er hörte, dass seine eigene Nichte Gloomy aus dem Grab befreit hatte, verlor er beinahe den Verstand. Er schrie den Menschen zu, dass sie erneut in Gefahr seien. Nina hatte den letzten warmen Ort gefunden, den es noch gab. Die ganze Stadt dachte, die Frau sei verrückt, weil sie mit Pflanzen redete und geheimnisvolle Salben herstellte. Aber ich wusste, dass sie auf die beiden gewartet hatte. Ihr Freund, die Sonne, nach der sie so lange gesucht hatten, lag dort versteckt, eingefroren unter dem See. Aber ein kleines bisschen Energie schien noch in ihr zu stecken. Der Onkel gab Gloomy die Schuld an all ihrem Elend. Er wusste, dass Nina diejenige war, die Gloomy ausgegraben hatte. Er konnte den Verrat durch seine eigene Nichte nicht ertragen. Und er wollte dem Ganzen ein für alle Mal ein Ende setzen.
mit Lumi und Mina passierte? Aber ich weiß, dass wir alle unseren letzten Sonnenuntergang genossen haben. Auch wenn wir es nicht verdient hatten.